Servus zu Barbecue aus Franken. Heute gibt es ein ganz kurzes Video. Hintergrund ist ganz einfach, mich hat es ein bisschen erkältet und die wird sich hören, die Stimme ist nicht ganz so, ist optimale. Und essen muss ich aber trotzdem was. Hab mir aber jetzt was rausgesucht, was zum einen schon alles da war und zum anderen relativ einfach ist. Ich mache mir heute oder mache für uns heute einfach ein paar schnelle Hotdogs, die aber trotzdem, denke ich, richtig lecker werden. Also Hotdogs gibt es heute und die Hotdogs werden mit Bratwurst gefüllt. Ja, schauen wir mal auf dem Brett, was ich da schon alles da liegen habe. So, dann fangen wir mal an. Ich habe immer bei mir in der Tiefkühltruhe so Laugenstangen. Die sind mal zum Sonntagfrüh, zum Frühstück sind die mal schnell gemacht. Oder wie gesagt, wir machen einfach mal schnell die Hotdogs. Also ich habe die jetzt auf bzw. angedaut und ja, so werden wir es jetzt auch gleich verwenden. Dann habe ich hier Bratwurst, die habe ich gestern vom Metzger geholt, eigentlich in der Hoffnung, die gestern Abend essen zu wollen. Aber gestern Abend war es mir nicht so ganz nach Essen. Also machen wir das heute in die Hotdogs rein. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Zutaten, die jetzt dabei sind. Ich habe ein bisschen Salz, wenn wir brauchen. Ich habe noch ein wenig Bacon, das sind so 50 Gramm. Dann habe ich zwei mittelgroße Zwiebeln, die habe ich klein geschnitten. Ein bisschen Butterschmalz, ein wenig Sahne. Dann habe ich wie üblich meinen Lieblingskäse, Bergkäse, gerieben. Salz habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und da hinten ist ein bisschen Pfeffer aus meiner schönen, lauten Pfeffermühle. So, in der Gusspfanne erzähle ich jetzt einfach ein bisschen Butterschmalz. Gib da gleich die Zwiebeln dazu. Und auch gleich den Bacon. Das Ganze schwitze ich jetzt eigentlich bloß ein bisschen an. Nimm jetzt auch die Temperatur gleich ein bisschen weg. Das soll eigentlich bloß ja, leicht glasig werden. Die Zwiebeln weich. Und das machen wir jetzt erst einmal. Wenn ihr natürlich ein wenig fettigen Speck habt, dann könnt ihr natürlich auf das Butterschmalz verzichten oder weniger reintun. Einfach ein bisschen Fett muss drin sein. Aber man will es ja nicht übertreiben. Jetzt knapp 10 Minuten später, denke ich, sind die Zwiebeln weich genug. Wir können jetzt weitermachen. Also wie gesagt, alles schön auf kleiner Flamme. Dann würde ich schauen, da brennt da nichts an. So, und jetzt gebe ich einfach mehr Schlagsahne dazu. Ja, so, sagen wir mal so 60, 70 Milliliter, 80, ja, das waren 100. Bisschen Pfeffer noch drüber. Oh, halt glitscht gar nicht. Klein wenig Salz. Viel brauchen wir nicht, weil der Bacon hier auch salzig ist. Dann lassen wir das Ganze jetzt einfach wieder ein wenig einreduzieren, bis das Ganze schön schlotzig ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Käse gleich mit rein tue. Mache ich mal nicht. Ich werde ihn oben drüber tun. Aber ja, könnt ihr ja, wenn ihr euer Rezept macht oder wenn ihr das Rezept nachmacht, vielleicht auch andersrum machen, je nachdem. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt mal so versuchen. Käse kommt dann später oben drüber. Ja, und es geht jetzt also wirklich relativ schnell, bis das wieder dicklich wird, die ganze Geschichte. Es soll halt jetzt dann, wenn wir es später in den Hotdog geben, nicht davonlaufen. Alternativ zur Sahne wäre natürlich auch noch Creme Fraiche eine vernünftige Geschichte, denke ich. Habe ich bloß jetzt nicht da gehabt. Wie gesagt, ist ja auch jetzt so eine kleine Improvisationsgeschichte. So, das Ganze ist jetzt wirklich richtig schnell gegangen. Das waren jetzt gerade mit 2, 2,5 Minuten. Ich mache jetzt die Pfanne aus, weil das zieht dann noch ein bisschen danach. So, jetzt kommen wir zu unseren Laugenstangen. Ich habe sie hier auftauen lassen. Schön ist, wenn er sie ein wenig antauen lässt. Also nicht ganz auftaut. Bei mir ist es fast schon wieder ein wenig zu viel. Aber ja, gut, wie es halt so ist beim Filmen. Ja, also einfach mal der Länge nach einschneiden. Aber nicht durch. Weil wir wollen sie jetzt so richtig schön aufklappen. Wie es halt so eine Hotdog-Semmel oder wie so für eine Hotdog-Semmel üblich ist. So soll das dann ausschauen und das mache ich mit den anderen auch. So, alle aufgeschnitten. Und jetzt nehme ich eine Bratwurst, wenn möglich eine fränkische. Ihr nehmt das, was ihr habt. Das sollte nur eine rohe, grobe Bratwurst sein. Nehme sie aus dem Darm. Jetzt dann eine Bratwurst. Ein bisschen zusammendürfte schon. Den Schnapfelzimper ab. Die nehmen die nächste rein.
und legen die so in das Hotdog-Brötchen rein. Und genau dasselbe machen wir dann mit der nächsten. Die Finger auseinander drücken, dass da auch wirklich was reingeht. Dann packen wir das auch noch da rein. Und dann haben wir noch eine, genau. Das heißt, dass ich für die 5 Hotdogs habe ich jetzt 4 fränkische Bratwurst, 4 fränkische große Bratwurst verwendet. Ah, ich sage mal, die haben so 80 bis 100 Gramm je Bratwurst. So, und dann ist der nächste Arbeitsgang, den ich mir überlegt habe. Ich werde jetzt auch diese Bratwurst genauso teilen wie den Hotdog. Dass wir eine richtig schöne Tasche reinbekommen. So sollte das dann in etwa ausschauen, meine ich zumindest. Und jetzt gebe ich was von dieser Zwiebelfüllung in die Hotdogs. So, Pfanne leer, Hotdogs voll. Ja, und ich glaube, jetzt ist gar nicht so schwer zu erraten, was als nächstes kommt. Der Käse. Und während ich das Ganze hier so vorbereite, läuft der Grill schon hoch. Das heißt, ich habe den Gasgrill jetzt vorbereitet auf ca. so 200 Grad am Deckelthermometer. So, schauen wir, dass nicht allzu viel runterfällt. Ein bisschen was geht sicher daneben. Aber dafür haben wir im Grill auch schon wieder mit Alufolie vorgesorgt. Ja, und das Ganze gehen wir jetzt am Grill. Ja, wie gesagt, unten Alufolie und auf den oberen Rost legen wir jetzt unsere Hotdogs. Und ihr seht schon, die Folie macht Sinn. Jawohl, die Nummer 5. So, und da lassen wir sie jetzt mal drin für, ja, ich sag mal 20 Minuten, dann gucken wir mal rein. So, jetzt sind 30 Minuten rum. Nach 20 habe ich reingeschaut, hat ein bisschen gebraucht. Sieht richtig gut aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ich nehme es mal runter, lasse ein bisschen abkühlen und dann schneiden wir alle nochmal an. Und ich werde mal versuchen, stellvertretend für euch. Ja, mal aufs Brett. Ja, und dann machen wir uns mal Platz für einen Anschnitt. Wie schaut es aus? So schaut es aus. Jawohl. Richtig schön saftig. Ja, das wollen wir mal versuchen. Also mein heutiges Rezept, ja, ein schöner, schneller Hotdog, weil er ein bisschen anders macht, wie man sonst gewohnt ist. Ketchup, Senf, Mayo haben wir heute mal nicht dabei. Ja, also ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Ist bestimmt immer noch heiß. Ja, aber gut. Ich mag sowas. Macht es einfach mal noch. Kleines Rezept. Entschuldigung, mit vollem Mund redet man nicht. Kleines Rezept haben wir unten als PDF. Zieht es euch runter. Habt ihr die Zutaten, könnt ihr natürlich ein bisschen spielen mit den Zutaten. Da fällt euch bestimmt einiges dazu ein. Ja, ich habe jetzt ein schönes Wäschbe. Oder wir haben jetzt ein schönes Wäschbe. Das werden wir jetzt genießen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder und zum neuen Video. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mögt, vielleicht wollt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten rein. Ich lese es, werde es beantworten, sofern ich kann und Zeit dazu habe. Ja, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solche Sachen aber gerne sehen möchtet, jede Woche, wie gesagt, kommt was, da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken, klickt da drauf, könnt ihr abonnieren, ist kostenlos und dann seid ihr mit dabei. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ich bleibe euer Sven, bis dann, tschüssi und ein bisschen Arm, wenn es heiß ist, muss noch sein. Sensationell. Echt gut.